Da sind wir wieder. Wir machen jetzt mit der Flugliteratur weiter, Da also habe ich kleine ja was Nebenmission. angerichtet. Sprechen wir mal mit der Frau Ist Blume. alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Erzähl Ich mal, bin sonst ist übrigens Schönes erwartet. Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Das Ding hat viel Arbeit. Klingt ziemlich kompliziert, nur um keine Bücher tragen zu müssen. Vielleicht, aber einfach ist langweilig. Neue Zauber müssen ja irgendwo herkommen. Warum nicht von mir? Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich, wenn ich Ich Zeit meine. habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Und dann würde ich mal sagen, wir legen mal los, meine Freunde. Geht's rein in die Bibliothek? Ach, schon Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akt geschafft. Fehlen nur noch 4. Akio kann so magisch sein wie zaubern. Warum begreifen Schüler das nicht? Revelio. Hat das noch ein Buch? Akio. Das ist eigentlich relativ einfach, muss ich sagen. Mein Freund, dort ist noch ein Buch. Revelio. Akio. Was jetzt da drüber? Ich hab's ja gerade gesehen, hier ist es. In den abgelegenen So, das andere Buch war hier drüben. Was denn her? Revelio. Jetzt hat er gerade seine Runden ja gedreht. Ach, hier ist es. Akio. So, da haben wir jetzt alle Bücher. Sehr schön. Revelio. Ich kann das Flugpulver noch freischalten. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. So, Schachtel. Oh, hier ist noch so ein Schlüssel. Ein Idan, wie der Schlüssel heißt ja. Den Namen gerade vergessen. Und den Flaschen wir machen. Das ist halt auch schwierig, stehen genau. Jetzt treffen wir noch rüber, fliegt. Jetzt auch vielleicht? Ja! Direkt der Passanlauf. Sehr gut. Dann haben wir noch den Schlüssel mitgefunden. Das ist aber schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, was andere Buch ist. Revelio! Das dumme Gefühl. Das ist der Boden in Abteilung ist. Ach, hier ist es. Akio! Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Seltsame Gebräue.
Ich sprich mit Poseidon. Nur die brauchen wir oben, glaube ich, ne? Genau. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. So, und mit der nächsten Mission machen wir im nächsten Video weiter. Bis dahin, mein Freund.